So, und willkommen zum Spezialauftrag Verrücktes Fossilienwirrwarr bei Lego City Undercover. Okay, das haben wir zwar im letzten Part schon gesehen, aber jetzt sieht es halt nochmal. Ich glaube, macht euch nichts aus. Kommt wieder der geile Typ mit seinem Crossword-Rätsel. Richtung, neun Buchstaben. Richtung, neun Buchstaben. Senkrecht. Senkrecht? Nee, waagerecht. Hä? Hi. Schlecht. Au. Dann komm mal her. Ich nehme jetzt mal den Verbrecher. Passt gut. Komm. Aber Junge, bam. Du? Ich habe gerade mit Huckleberry telefoniert und er hat dich seit Stunden nicht gesehen. Wo bist du? Ich habe eine Spur, Chief, und sie führt direkt zu Rex. So, du hast also nicht nur meinen Befehl missachtet, du klaust wahrscheinlich auch wieder was Teures, oder? Ah, jetzt haben wir den Farmer. Stimmt, können wir. Ja, Winnie will, dass ich den Roboter T-Rex aus dem Museum für jemanden klaue. Das kann einfach kein Zufall sein. Eins von fünf. Klingt mir ganz nach Fury. Gut, ich lasse dich dieses eine Mal noch gewähren, McCain. Aber wenn das eine Sackgasse ist, und ich habe jetzt den Multiplikator mal 8 an. Ihr sehen könnt. Jetzt mal diese schöne Tür knacken. Zack. Und da ist drin ein Hebel. Dann werde ich alles zerschmettern. Gucken, ob ich noch irgendwas finde. Nichts Brauchbares. Schade. Außer natürlich diesen Hebel jetzt, ne? Der muss hier hin. Zack. Oh, geiler Sportwagen. So wie es aussieht, hat er was vor. Werden wir mal gewähren lassen. Komm. Ja, komm. Oh, weg da. Wow, 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 chill doch. Boah. Das war scharf. Ha, scharf. Jetzt wird man schon im Museum fast überfahren. Ja. Komm. Hallo. Da waren noch gerade zwei, muss ich doch sagen. Aber ich merke schon, hier spielt die Musik vom Polizeipräsidium oder Polizeistation. Das ist der größte je in der Blueberry gefundene Lego Silberklumpen. Interessiert mich doch nicht. Fletcher? What the fuck? Ist das nicht der Typ, den wir suchen sollten in der Mine? Und hier entsteht ein Dynamitautomat. Perfekt. Ich glaube, das war auch gerade unser Rennwagen. Naja. Oh. Kabam. Und hier wäre nichts. Hä? Achso, doch. Bausteine. What the fuck? Ich dachte schon, die will mich wieder überfahren. Lol. Ach so, hier sind jetzt Sachen hinter. Steckt. Ein Wagen. What the fuck? Eben kurz umsehen und ich merke schon, die Anzeige für Lego City Held fühlt sich damit rasant. Haben schon. Was soll ich jetzt mitmachen? Irgendwas fehlt doch hier, oder nicht? Ich kann hier Schrott hauen, geht nicht. Geht auch nicht kaputt. Hier rein aber können wir.
Warte mal, wie kommen wir da rein? Vielleicht nochmal Dynamit? Nö, oder? Kommt nichts mehr raus. What the fuck? Wow! Lol. Naja. Was soll ich jetzt machen? Irgendwie. Ah, warte mal. Vielleicht hat Podest, wo der Wagen drauf stand. Ah, nee. Oder? Nö. Bumm. Aber irgendwas muss man noch hier bauen können. Das Zeug liegt ja nicht umsonst rum, oder? Keine Ahnung. Was zum Geier muss man hier machen? Irgendwas hat das mit diesem Wagen zu tun hier. Ah, das kann man auseinanderpflücken. Sorry. Doofheit. Ah. Okay. Ja, ich hab's gesehen jetzt. Danke. Und hier hätten wir ein Rad, um dieses etwas da auszufahren. Und es ist... Ach so, eine Treppe. Ah, was zum Geier ist das hier? Und da ist was hinter, oder? Ja, ein Stein. Okay, den werden wir uns gleich holen, sobald wir es können. Ich hoffe ich mal. Interessiert mich jetzt nicht, was da für ein Scheiß ist. Irgendein Personenwagen oder so. Da kann man was bauen. Cool. Ein Farbwechsler. In grün. Der muss. Jetzt mal eben gießen. So, und jetzt. Hier fehlt auch was. Das ist ein Schiff. Cool. Jetzt kommen wir bestimmt wieder mit irgendwas. Die weltälteste Ölpumpe oder sonst was. Ach so, hier. Räder. Man muss zu dem. So. Wasser. So. Noch was? Ich meine, diesen Kristall da. Kann auch noch irgendwas mit anfangen. Hey. Was soll ich jetzt damit? Fuck. Eine Presse für den Schlüssel. Cool. Oh, 10.000er. Yeah. Das heißt, ich muss wieder irgendwas bauen hier. Die Steine fliegen nicht umsonst rum. Dann werden wir mal die Pumpe benutzen. Oh, wie geil. U-Boot, juhu. Oder Wizard. Ja, doch. Oder ein Tauchroboter irgendwie. Was soll ich jetzt machen damit? Hä? Hey. Ach so, den kann ich steuern. Oh.
Mach doch. Ey, geh weg. Lol. Hä? Jetzt wieder rausholen mit dem Stein. Ich hoffe, der kommt mit. Ja. Cool. Ein Tausender. Oh, Schiff. Yeah. Oh, grün. Sieht aus wie so ein Spielzeugschiff. Hey, ich kann noch einen Superbau machen. Dieses Diorama stellt dar, wie Mondgestein gewonnen wird. Bei gleicher Stärke und sechsfach geringerem Gewicht schien es das Baumaterial der Zukunft zu sein. Bis jemandem auffiel, dass das Gewicht auf dem Mond gemessen wurde. Schlecht. Am Mond 200 Gramm. Auf der Erde. 5 Kilo. Die Dinosaurier-Ausstellung. Als nicht sehr übertriebenes. Gut. Der T-Rex muss da drin sein. Lol, wollte ich nochmal knacken. Ach so, warte mal. Aber erstmal hier. Pharma, hier. Dum, dum, dum. 4 von 5. Eins fehlt noch. Das scheint irgendwie so ein krankes Labor zu sein mit irgendwas. Wie ich da reinkomme, keine Ahnung. Was ich hier bauen kann, ist ein gelber Teufel für 21.000. Werde ich mir holen. Ich meine, ich werde ja hoffentlich gleich auch noch Bausteine finden. Entschuldigung. Gegens Mikro gekommen. Ach so, dafür ist das. Okay. Ich habe jetzt die falsche Farbe, oder? Ja, ist grün. Geht nicht. So, jetzt hier rüber und hier hoch auf die Masten und schaut nach nee, keine Ahnung, wie das geht. Wenn so ein Typ da oben auf diesem Dings steht, Teil, Deck, wie auch immer, nach Gegnern Ausschau hält, das meinte ich jetzt. Und nein, komm, und hab und hab. Nein, wow, nein. Da wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht rein, aber egal. Ey, da ist ein Roboter, ist fail. Wieso benutzen die keine echten Menschen? Ha, Spaß. Schlecht. Der macht die ganze Zeit gar nichts. Ich tue da einen Stein rein. Boom. Lol. Oh. Teleporter. Und tschüss. Jetzt komme ich bei dem Kranki wieder raus. Ja, ja, chill. Hä? Nein. Nein. Der hat voll die Probleme, der Typ. Ach so, ein Fahrfixer. Los, geh, steh ab. Das Lasern. Manu, klappt nicht. Hätte ja klappen können. Schon. Das ist richtig cool, die Laserkanone. Okay, alles gesehen hier? Nee. Oder doch?
Oh, nein, nicht schon wieder da rein. Was ist hier? Keine Ahnung. Ich gehe. Tschüss. Geld, Geld, Geld. 2.300.000. Wow. Was zum? Langeweile oder so? Was wird das? Baseball? Hau das Ei, hau den Kopf. Wie auch immer. Das ist jedenfalls kein T-Rex. Nö. Komm, ich will so einen Typ mal hochnehmen. Und fang. Ey, zack. Was hast du denn? Geh mal weg. Bam. Dead. Deadmans. Chess. Interessiert mich ein Dreck, Alter. Ich geh. Komm da so rein. Hoffe ich mal. Hier ist kein Durchkommen. Ja, ja, chill doch. Komm, ich wirklich nicht rein, oder? Doch. Muss. Dynamit. Aha. Boah, diese blöde Kamera an sich, die. Noch einer. Bam, bam und bam, bam, bam. Ja. Der hat mir so von den Galvat das ist, ne? Also ich brauche noch ein paar Steine. Fähigkeit ist gesperrt. Und bam. Hier ist eine Münze drin, die hätte ich gerne. Eine uralte Kiste aus der Jurazeit. Cool. Lol. Schlägt der nach mir oder was? Nö. Boah, immer diese Kisten, ey, das nervt voll. Voll viel. Ich komme auf keinen Fall da raus. Nee, ich komme mal zu dir rein. Ah. Wo ist der T-Rex? Hätte ich hier das Sagen, stünde er in der Mitte und würde Roar machen. Was soll ich jetzt hier machen? Hä? Danke, aber hier drin ist es sicher. Nicht. Denn ich komme zu dir rein. Wahaha. Da würde ich gerne auch reinkommen, aber wie? Tja, wir kommen hier rein. Gib auf! Hier kommst du niemals rein! Halt die Klappe. Na toll. Das T-Rex-Exponat ist noch gar nicht aufgebaut. Ich besorge mir besser ein paar Supersteine. Ja. Nein, Megasteine. Genau so ist der Brontosaurus wohl entstanden. Was? Ja. Noch mehr. Bam, bam, bam und tschüss. Was kann ich denn hier machen? Nö. Lass mich doch durch. Was soll das sein? Boah, ich nehme jetzt den Laser, ey. Geht viel flotter. Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das die verschiedenen Verwendungen von Heu zeigt. What the fuck? Wer will sowas sehen? Ganz ehrlich. Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. 30.000, na toll, muss ich hier wieder herkriegen. Oh, witzig.
schlecht. Ah, eine Kiste baue ich hier. Ein Teleporter, endlich. Endlich was Brauchbares. Aber ich will mich hier noch. Brüste, so viel du willst, Wolf. Was für ein Ding? Laber keinen Scheiß. Red mal Deutsch, Alter. Schuh. Wieso kann ich den nicht benutzen? Hallo. Na. Unfair. Und ich check schon wieder nicht, wo ich eine Kiste herkriege. Oder steckt die hier schon wieder drin? Ich sehe im Moment nichts. Menno. Ich komme hier weiter. Mal, hier ist irgendwas. Oh, ich bin Fisch. Hä? Hallo. Ah. Wieder eine Klappe. Mit. Hä? Zum Geier soll das gut sein. Check ich nicht. Ich kapier gar nichts. LOL. Oh. So geht's auch. Scheinbar getreten. Geiler Scheiß. Ah, hier ist Dynamit drin. Ja, chill. Okay, jetzt kapiere ich auch, warum, wie man hier reinkommt. Vor allem, wie man hier weiterkommt. Ich hoffe zumindest, dass man so weiterkommt. Riecht es hier verbrannt? Ja. Siehst du? Geh weg. Super. Wäre das ja geklärt. Was passiert jetzt? Oh, wie toll, die Scheiben fahren alle runter. Yeah. Perfekt. Stirb. Alle Schrotten hier. Aber ich habe immer noch die Kiste gefunden. Wo ist die? Und wie zum Geier komme ich eigentlich rein? Oder muss ich da gar nicht rein? Doch, klar. Teleport, aber... Man. Ich gehe erstmal nach oben. Kann sein, dass der Part ein bisschen länger wird jetzt, aber ich möchte gerne die Dingens beenden. Spezialmission. Ja, chill dein Leben. Was auch immer ich machen soll. Und die Störung, ey. Krass. Kann ich auch rein? Nö. Wieso auch? Aber hier kann ich rein. Ups. Kaputt. Nee, jetzt nicht mehr. Hey. Hoffentlich ist diese Mumie nicht verflucht. Für was? 27 Sekunden. Hä? Was zum Teufel soll ich hier machen? Hallo, kann mir jemand helfen? Lol. Kapier ich nicht. Swings an. Hilfe, Skelett! Lol. Komm her. Ein Skelett, das ich festnehmen muss. Ist klar.
Ich sehe doch gar nichts. Hallo. Krass. Was zum Geier soll ich hier machen? Diese Sphinx ist eine exakte Kopie der Sphinx, die in der Nähe der Pyramiden steht. Zudem wurden fehlende Details restauriert. Keine Ahnung, muss ich später nochmal nachgucken. Hier genauso. Nee, warte mal. Muss man nicht verstehen, oder? What the fuck? Lol. Ich kapiere immer so gar nichts. Kein Plan. Ehrlich nicht. Ich weiß nur, die Bausteine braucht man nichts finden. Mann. Ah, endlich was Nützliches. Oh, und wieder ist nichts drin. Scheiße. Falsch. Ja, chill. Und jetzt. Ja, Gott sei Dank, eine Kiste. Mein Gott. Fail. Nein. Fuck you. Okay, das werde ich okay, war nur mal Schalter. Dieser Scheiß hier runter. Kann mir mal jemand was Gescheites sagen, was ich machen soll? Hallo, ich habe keine Ahnung. Ahnungsloser geht's hier gar nicht. Boah. Ey, epic shit. Wo zum Teufel sollen denn hier Symbole sein? Mann. Was für eine Sphinx, Alter. Jetzt lass mich mal hier rein, ey. Mann. Sorry für die Ausraster. Aber das nervt. Ich komme nicht weiter. Heul. Soll ich denn hier machen? Hallo, helf mir mal jemand. Keine Ahnung, okay. Was soll das jetzt hier? Toll, und? Jetzt? Boah, nö, oder? Oho. Treffen Beginese. Was labert der für ein Scheiß? Bam. Oh. Hey, ich habe eben das Rad neu erfunden. Lol. Jetzt habe ich genug Steine, um den T-Rex zu bauen. Ja, endlich. Okay, die anderen beiden Supersteine spare ich mir. Oder wie auch immer. Mann, wie viel ich kriege. Ich gehe jetzt, mir reicht das.
kapiere das sowieso mit der Spoon da hinten und dem anderen Scheiß. Ja. So, und jetzt Abflug. Ein wildes Monster reitet durch die Stadt. Sofort Nachrichten von Lego City. Unauffällig. Ja, ist klar. Spezialauftrag abgeschlossen. Perfekt. Party wieder länger, aber kann ich leider nichts für. What the fuck? Er nimmt alles auseinander. Immer schön unauffällig. Aha, ist klar. Die ganze Stadt bebt nur. Was? Ach, scheiße. Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Oh. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, er will außer mir niemanden treffen. Ich schicke die Übergabe. Okay, Winnie. Lol. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, und wirklich? Wow. Aber okay. Damit geht's dann im nächsten Part weiter. Nein, warte, ich mach das jetzt noch. Das ist mir scheißegal. Der Part wird jetzt zwar länger. Habt ihr wenigstens was zu tun, was zu gucken. 40 Minuten, kommt hin. Das ist schon groß, aber egal. Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Ah, bam. Boah, Bullen, ihr habt keine Chance gegen mich, ey. Etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun. Was meinte ich? Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Oh, wie nett. Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke. Okay, wir sind immer schon da. Ah, T-Rex ist geil. Richtig geil. Nur eben die alle zusammen brüllen. Hab nichts gemacht. Bin ganz unschuldig. Nein, nein. T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Joa. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Sehr Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du, du schaffst das? Ah, denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Ich muss den Brief abschicken. Okay, passt. Dann werden wir im nächsten Part zur Feuerwehr gehen und uns das Feuerwehrboot klauen. Hey, Chase, ich hab gute Nachrichten. Oh, hi Frank, was gibt es denn? Ich wurde befördert. Was? Moment, von wem? Sheriff Huckleberry, ich leite jetzt das Baumdezernat. Oh, mein Gott. Klauen Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Mann. Bin dabei für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt. Wow.
Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei. Honey, Ende. Danke. Oh. Also, im nächsten Part werden wir dann das Feuerwehrboot klauen und uns zur Feuerwache begeben und vielleicht auch eine neue Verkleidung finden. Feuerwehrmann einschleichen, klingt verdächtig. Aber genaueres finden wir dann später raus bei LEGO City Undercover. Bis dann, ciao.